Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play NHL 2007 im Saisonmodus mit unseren St. Louis Blues. Spiel Nummer 5 der Playoffs in der ersten Runde steht an. Wir sind heute wieder auf heimischem Eis zu Werke gegen die Edmonton Oilers. Nachdem wir zuletzt im vierten Spiel in Edmonton ja ausgleichen konnten in der Serie 2-2, steht es jetzt insgesamt. Zuletzt gewannen wir ja 5-4 auswärts und verhinderten damit, dass die Oilers natürlich den wichtigen Schritt in Richtung Runde 2 machen. Hätten nämlich die Oilers gewonnen, da würden sie schon 3 in der Serie führen. Haben wir aber Gott sei Dank abwenden können, also mit 5-4 gewonnen. Und somit steht es jetzt 2-2 in der Serie. Mal schauen, was heute in Spiel 5 geht. Ich hoffe natürlich, dass wir heute den Sieg einfahren. Dann würden wir in der Serie 3-2 führen und würden den großen Schritt in Richtung der zweiten Playoff-Runde machen. Aber mal überraschen lassen, was hier passiert auf dem Eis in St. Louis. Ich bin optimistisch eingestimmt, dass wir an die gute Leistung von Spiel 4 zuletzt anknüpfen können. Lassen wir uns mal überraschen, was so geht. Hauptsache unsere Cracks reißen sich auch heute wieder am Riemen, vor allem in der Defensive. Und dann wird das schon hinhauen, den Tore schießen, das tun wir ja zuhauf. Das hat bis jetzt in jedem Spiel gut funktioniert. Nur das Verteidigen war immer so ein bisschen das Problem. Aber das hat zuletzt im Spiel 4 ganz gut geklappt. Auch wenn wir 4 Gegentore bekommen haben, trotzdem sahen wir da hinten auf jeden Fall stabiler aus als in den Partien davor. Und da kommen wir zur Chance und das ist der Pfosten. Ja, na klasse, Keith Tkachuk mit der ersten guten Aktion. Jetzt gibt es auch den Penalty gegen die Oilers. Also schwungvoller Start unserer Blues hier. Aber leider noch ohne Erfolg. Und Checkman mit dem Versuch aus der Distanz. Verfehlt das Ziel. Garen und Roach. Und wir bleiben in der Offensive. Guter, starker Beginn von unserem Blues hier. Roach mit dem Versuch, wird aber noch am Abschluss gehindert. Und dann ist die Partie unterbrochen. 2 Minuten gegen Ryan Smith. Der bekommt 2 Minuten für hoher Stock. Und das werden wir gleich sehen, ob das berechtigt ist. Jawohl, kann man geben, muss man geben, denke ich. Und somit muss Smith 2 Minuten raus auf die Strafbank. Vorteil für uns, also Powerplay für unsere Blues aus St. Louis. Und da schauen wir mal, ob das funktioniert. Roach mit dem Versuch, Wallace noch dran. Verhindert aber gerade so die Führung unserer Blues. Davis heute wieder im Kasten. Hat mich zuletzt im Spiel 4 überzeugt. Und Alex Olds somit erstmal auf der Torwartposition abgelöst. Ob sich das nochmal ändert, werden wir sehen. Aber Davis macht ein bisschen einen ganz flotten Eindruck. Deswegen hat das meiner Meinung nach auch verdient, jetzt erstmal im Kasten zu stehen. So, und da kommt man zur Chance. Und Klumek und Rollison überragend. Ja, dass er den noch hält, das war stark gespielt. Und der muss dann einfach rein. Also kann man, denke ich, diskutieren, wie man will. Aber bei aller Liebe, solche Chancen musst du nutzen. Und wir kommen schon wieder. Orsek. Sehr starkes Spiel besinnen. Wir haben die Oilers eigentlich völlig im Griff, aber wir nutzen unsere Chancen nicht. Tarnqvist. Und aufgepasst. Torkov. Ja, die Oilers können sich nicht befreien. Kaczanik probiert es gleich mal, aber auch hier leider ohne Erfolg. So, die letzten Sekunden der Powerplay-Situation laufen. Wir konnten sie leider nicht nutzen, aber wir bleiben im Spiel. Und da setzt sich Orsek durch. Gut gemacht. Der Pass findet keinen Abnehmer. Kaczanik jetzt etwas zu weit weg vom Tor. Der Versuch noch geblockt und wieder die Oilers. Stall. Horkov. Auf den müssen wir natürlich wieder aufpassen. Wenn diese starke erste Reihe der Oilers auf dem Eis ist, da muss alles auf die gerichtet werden. So, Orsek mit dem Pass und jetzt ist er endlich drin. Peter Kaczaniek. Das 1-0 für unsere St. Louis Blues und ich glaube, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist hochverdient. Also bisschen der Auftritt unserer Blues mehr als nur überragend und die Oilers kommen eigentlich überhaupt nicht ins Spiel und die Führung geht völlig in Ordnung. Ja, knappe 5 Minuten vor Ende des ersten Drittels machen wir das 1-0. Endlich, war schön gespielt. Und Kaczaniek macht das Ding rein, schlägt Rollison im Stürmer-gegen-Torwart-Duell. Und es steht 1-0 für unsere Blues aus St. Louis. Und jetzt heißt es natürlich nachlegen und da kommt man zur Chance, aber nicht zum richtigen Abschluss. Ah, das ist ärgerlich. Das zweite Tor hier natürlich hinterher und die Welt sieht noch besser aus. So, aber die Oilers jetzt mal offensiv. Davis zweimal stark. Ah, etwas zu tun muss er ja auch mal haben. So, und Garen. Setzt sich da durch. Garen mit dem Pass 2-0. Keith Tkachuk legt nach. Schön gespielt. Wunderbar gemacht. Und das Ding ist drin. Wunderbarer Pass von Garen auf Tkachuk. Und Tkachuk mit dem Abschluss. Und das Ding ist drin. 2-0 für unsere Blues. Führung ausgebaut. Noch vor Ende des ersten Drittels. Na wunderbar, Leute. So muss das laufen. So und nicht anders. Und die Oilers, die wissen gar nicht, wie es um sie geschieht hier. 2-0 für unsere Blues. Noch vor Ende des ersten Spielabschnitts. Besser könnte es nicht laufen. Reasoner mit der Chance. Nochmal für die Oilers. Aber so richtig gefährlich ist das eben nicht. Und wir kommen hinten nochmal raus. Doug Raid vielleicht nochmal mit der Schusschance. Wird aber gestört.
Und das war's. Also 2-0 nach den ersten 20 Minuten. Wir führen verdientermaßen gegen die Edmonton Oilers in Spiel 5 der Playoffs. Und aktuell würden wir also mit 3-2 in der Serie in Führung gehen. Wir würden also einen großen Schritt machen in Richtung Runde 2 in den Playoffs. Aber soweit ist es noch nicht. Zwei Drittel haben wir noch vor uns. Also mal schauen, was da noch so Schönes passiert. Machen wir direkt mal weiter. Ja gut, die Statistiken hinterlegen das jetzt nicht unbedingt so, außer die Zeit in der Offensive, wo wir über 6 Minuten haben und die Oilers schlappe 40 Sekunden, Schüsse 3-2. Aber wir waren auf jeden Fall die überlegene Mannschaft in diesem ersten Drittel. Da kann man sagen, was man will. Wir hatten deutlich mehr Chancen, auch wenn nicht jeder Schuss aufs Tor kam. Deswegen wurde das auch so nicht in der Statistik festgehalten. Aber wir waren die bessere Mannschaft, wir haben das bessere Spiel gemacht. Von den Oilers nur wenig zu sehen, aber da ist Pekka. Ja, und meistens, wenn ich das sage, rächt sich das ja direkt. Und die Oilers mit der Chance, mit der Dreifachchance, aber die bleibt Gott sei Dank ungenutzt. Das wäre es ja gleich wieder gewesen, der Anschlusstreffer. Aber wir haben das Glück des Tüchtigen, hoffe ich doch. So, checken. Und die Devise heißt natürlich trotzdem weiter hier fleißig Tore zu erzielen. Denn eine 2-0-Führung ist im Eishockey bekanntlich keine entscheidende Führung. So, und McKee mit dem Bauerntrick. Ja, aber Rollison hält. Kann sich da durchsetzen, unser Defensivspezialist, aber Rollison ist eben auch ein guter Goalie, das muss man ihm schon lassen. So, Doug Raitt. Der nächste Angriff rollt an. Doug Raitt setzt sich durch. Doug Raitt auf den Jack, gut gespielt, wieder Rollison. Der holt schon den ein oder anderen richtig gefährlichen raus. So, und Pekka jetzt alleine vor Divis. Unser Goalie zur Stelle. Hat nicht allzu viel zu tun bis hierhin, aber wenn er was zu tun bekommt, ist er richtig stark. Gefällt mir gut. Und jetzt gibt's die nächste Strafe gegen die Oilers. Vorteil natürlich für uns. Und bleiben wir im Besitz des Pucks. Ja, ja, McEmmett. Das ist natürlich alles Zeit für uns. Denn die Oilers, die dürfen die Scheibe ja sowieso nicht berühren jetzt. Jetzt haben sie zwar, aber naja, das bringt schon ein paar Minütchen ein. Todd Harvey bekommt die Strafe 2 Minuten für hoher Stock. Und auch diese Strafe geht, denke ich, in Ordnung. Die Oilers hatten ja im ersten Drittel schon eine Strafe gegen sich bekommen. Doch, hier geht das völlig in Ordnung. Mal schauen, ob wir diesmal unsere Powerplay-Gelegenheit nutzen können. Wäre wünschenswert, denn dann würden wir mit 3-0 führen. Horkov befreit die Oilers aber erstmal. Divis spielt mit. Gut von unserem Goalie, aber der Pass war nicht gut. Aber die Oilers katapultieren sich gleich wieder raus aus der Angriffszone und dann ist es abseits. Da war Glück gehabt. Divis muss da aufmerksam bleiben. Solche Pässe sind immer gefährlich. Klumek. Und Kaczaniek. Und wir kommen in die Offensive. Kaczaniek. Auf Ose Kaczaniek. Schade. Gut im Zusammenspiel die beiden, aber leider ohne Ertrag. So. Und die Oilers befreien sich wieder. Aber wir bleiben im Besitz der Scheibe. Sehr gut gemacht. Kaczaniek wieder. Und es geht wieder ab in die Offensive. Kaczaniek kann sich nicht durchsetzen. Smith. Kommt durch. Und Wrightman holt sich den Puck. 40 Sekunden noch Powerplay. Ah, jetzt sind die Abseitswarnung wieder. Jetzt ist sie weg. Müssen wir wieder warten. Und die Oilers dazwischen. Aber wir setzen uns durch. Gut gemacht. Und das könnte gefährlich werden. Aber dann Abnehmer in der Mitte, ja, Kaczaniek. Aber der verfehlt das Ziel deutlich. Der Puck geht am Ende übers Plexiglas und damit die Partie wieder unterbrochen. 14 Sekunden noch Powerplay. Horkov. Ja, die Oilers werden wohl auch in dieser Unterzahlsituation kein Gegentor fangen oder bekommen, sagen wir es mal so. Es liegt aber nicht dran, dass sie so exzellent verteidigen, sondern einfach, dass wir unsere guten Chancen teilweise einfach nicht nutzen. Ich sag mal, wir haben nicht nur hundertprozentige Chancen, aber wir haben schon einige richtig gute Dinger dabei und da könnten auch ein paar mehr mal reingehen. Und Garen zum Beispiel hat so eine Chance, aber verfehlt das Ziel wieder. Und Tarnquist wird da abgeräumt. Das zweite Drittel nähert sich dem Ende. Wir führen nach wie vor mit 2-0. Es hat sich nichts getan im zweiten Drittel. Zumindest von den Toren her. Das ist gut für uns. Wenn wir das Ergebnis natürlich so verteidigen können, ist alles in Butter. So, Roach setzt sich da durch. Und Roach mit der Chance aufs Dritte. Aber Rollison wieder. Bären stark, der Goalie. Und gibt's hier Icing gegen die Oilers? Jawohl. Diesmal holen wir uns die Scheibe. Sehr schön. Dann wird natürlich nochmal die Chance in der Zone der Oilers Krawall zu machen, aber wir verlieren den Face-Off. Und Horkov. Horkov mit Platz. Der Pass auf Smith kommt an. Smith alleine vor Divis. Und da versagen Horkov die Nerven. Völlig frei vor Divis.
aber er setzt das Ding nicht in den Kasten, zum Glück für uns. So, und aufgepasst, Gary nochmal mit der Chance. Die letzten Sekunden von Drittel Nummer 2 und das war's dann. Wir führen nach wie vor also mit 2-0, es hat sich nichts getan im zweiten Drittel. Und so kann es gerne weitergehen. Im Schlussdrittel hoffen wir also, dass wir das über die Runden bringen. Dann hätten wir also Spiel 5 gewonnen und würden in der Serie mit 3-2 in Führung gehen. Aber abwarten. 20 Minuten müssen wir doch überstehen gegen die Oilers, die schon die ein oder andere gute Chance haben. Aber unser Cody Davis ist immer wieder zur Stelle. Und ansonsten agieren wir vor allem heute in der Defensive. Sehr gut, sehr diszipliniert. Das, was uns in den ersten Spielen immer so ein bisschen gefehlt hat. Naja, aber irgendwann kommt das schon. Und Hemsky setzt sich da erst einmal durch. Hemsky mit der Chance, Davis wieder stark. Ah, die Oilers mit der Chance, hier gleich natürlich den Anschluss zu machen, aber ohne Erfolg. Vor allem, weil auch unser Goalie Davis immer wieder stark zur Stelle ist. Und Doug Raid kann sich nicht durchsetzen. Smith. Hemsky. Aber auch nicht gefährlich genug, aber dann ist er drin. Wright Smith, der Anschlusstreffer. Nur noch 2-1, die Edmonton Oilers schlagen zurück. Ah, gut gemacht. Und Smith zieht ab. Ja, Davis kommt da nicht mehr ran. Will sich zwar ja, heldenhaft noch reinwerfen in den Schuss, aber kann ihn nicht parieren. Aber macht nichts. Wir führen noch mit 2-1. Allerdings ist das jetzt natürlich eine wackelige Führung, dieser eine Treffer. Die Oilers sind jetzt natürlich wieder motiviert, haben verkürzt. Und alle Chancen hier wieder zurückzukommen ins Spiel. So, das heißt, volle Devise. Wir müssen jetzt hier wieder nachlegen und das tun wir auch. 3-1, Bill Guerin, was für eine Antwort. Auf den Anschlusstreffer der Oilers. Wunderbar, schön gespielt von Doug Raid und Guerin lauert und da hat er ganz viel Freiraum. Naja, der Gegner ist zwar vor ihm, aber stört ihn nicht energisch genug. Und den muss er dann einfach im Kasten unterbringen. 3-1 für unsere Blues. Also der Anschlusstreffer der Oilers ist für den Moment erstmal nichts wert, weil wir direkt das dritte Tor nachlegen. Bill Guerin also mit dem 3-1. Na wunderbar. Alles wieder in Butter. Wir führen wieder mit 2 Treffern. So muss das sein. Wenn die Oilers dann eben mal zum Torerfolg kommen, muss man eben auch mal eine Antwort drauf haben. Und in dem Fall haben wir das auch. Sehr schön. 3-1 der Stand der Dinge. Sieht doch gut aus. Mackie auf Guerin. Auf Raid. Und Raid mit dem Versuch an die Latte. Schade, es wäre natürlich das 4-1 gewesen. Ist es aber letztendlich nicht. Weil das Aluminium etwas dagegen hat. Und Smith für die Oilers. Tarnström. Und wieder die Oilers. Smith, Tarnström. Und der Pass, Murray. Auf Harvey und der hat Platz. Harvey alleine vor Davis. Und Davis zur Stelle. Gott sei Dank unser Goalie aufmerksam. So, Murray. Natürlich probieren die Oilers jetzt nochmal alles hier, um zurückzukommen ins Spiel. Und Davis hat die Scheibe gerade noch so. Da haben wir Glück gehabt. Das Ding hätte unter Umständen auch noch reingehen können. Aber Davis ganz cool. So, und wir holen uns den Face auf Jackman. Und da geht's natürlich ab nach vorne, auch wenn das unser Verteidiger ist. Ah, Jackman wird da gehalten. Naja, kann man vielleicht pfeifen, muss man nicht. Aber das haben wir ja nun schon oft genug ausdiskutiert. Die Strafenauslegung bei NHL 2007 ist so eine Sache für sich. Naja, Keith the Chuck. Doug Raid. Solange wir am Angriff sind, kann uns hinten nichts passieren. So, und McKee mit dem Versuch. Wallison hat das Ding letztendlich sicher. Und verhindert dort ja, möglicherweise das 4-1 für uns im Blues. 9 Minuten noch ungefähr zu spielen in dieser Partie. Wir führen mit 3-1, sind also aktuell auf der Siegerstraße. Aber da ist Michael Pekar. Aber Davis wieder zur Stelle. Der Sieg heute, er wäre so wichtig. Dann würden wir auf jeden Fall die Oilers für das 6. Spiel extrem unter Druck setzen. Dann müssten sie auf jeden Fall gewinnen, dürften nicht mehr verlieren, sonst wären sie draußen. Das könnte dann unser größter Vorteil sein. So, Lupel. Und Pekka. Pekka ist durch. Pekka gegen Davis, unser Goalie wieder stark. Und Smith, der Mann, der das einzige Tor für die Oilers heute erzielt hat. Die Jungs aus Edmonton bleiben in der Offensive, aber ohne Erfolg. Und Guerin. Fahren wir wieder schön in den Reihenwechsel rein. Oh, das hasse ich wie die Pest. So, und Pekka setzt sich da durch. Pekka, der Pass zu ungenau. Und dann machen wir es hinten auch nicht viel besser. Das darf eigentlich nicht passieren. Hemsky. Hemsky. Der Pass auf Murray. Und die Doppelchance für die Oilers. Aber Davis zur Stelle. So, und dann wieder so ein schlechter Pass. Aber Hinault, den kriegt er eventuell noch. Verhindert er da das Icing? Jawohl. Stark von Hinault. Den haben wir bis hierhin in den Playoff-Spielen irgendwie ganz selten gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Denn Hinault ist ein bisschen untergetaucht.
So, aber da nochmal die riesen Chance für Reasoner. Meine Herren, die Oilers sind jetzt hier wirklich nahe dran am 3:2, aber wir verhindern das mit Mann und Maus da hinten drin und Davis einfach stark, was der hält. Das muss man einfach mal so sagen. So, die letzte Minute des Spiels läuft. Und jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir das ja am Ende über die Zeit retten. Die Oilers machen jetzt Dampf, die Oilers wollen nochmal rankommen, schaffen es aber nicht und das ist wirklich auch Glück für uns, denn im Moment verlieren wir so ein bisschen den Faden in dieser Partie, aber das ist egal, wir führen mit 3-1. Müssen das jetzt nur noch über die Zeit retten. Checkman, der Chuck dazwischen. So, nochmal die Oilers. Mit einem ihrer letzten Angriffe der Partie, wenn es nicht sogar schon der letzte ist. Ah, das ist alles nicht energisch genug, wie wir da verteidigen. Aber die Oilers kommen letztendlich auch nicht zum Erfolg, weil ihnen nicht viel mehr einfällt. Und Tkachuk vielleicht noch mit der Chance aus 4:1. Keith Tkachuk trifft das leere Tor nicht. Roach nochmal. Die letzten Sekunden des Spiels laufen. Ja, das wird nicht mehr reichen zum 4:1. Ist aber auch egal. Denn wir gewinnen die Partie. Spiel Nummer 5 ist unser. Wir gewinnen mit 3:1 gegen die Edmonton Oilers und gehen damit 3:2 in der Serie in Führung und können also im Spiel 6 dann den Einzug in die zweite Runde mit einem Sieg perfekt machen. Die Oilers hingegen stehen für das nächste Spiel extrem unter Druck, denn die dürfen sich jetzt keinen Ausrutscher mehr leisten. So, die drei Stars nehmen wir natürlich noch mit. Dark Raid mit 2 Assists, der dritte Star heute. Der zweite Star, Bill Guerin, ein Treffer, ein Assist. Und der erste Star, Keith Tkachuk mit einem Treffer und einem Assist. Also, wir gewinnen mit 3:1 gegen die Edmonton Oilers. Spiel 5 auf heimischem Eis. Gehen damit also in der Serie mit 3:2 in Führung. Und haben also beim nächsten Spiel, bei Spiel 6, die große Gelegenheit, den Einzug in die zweite Playoff-Runde perfekt zu machen. Hoffen wir also, dass wir auch das nächste Spiel gewinnen. Ich bedanke mich dann erstmal wie immer fürs Zusehen bei Let's Play NHL 2007. Ich denke und hoffe, dass ihr wieder euren Spaß hattet. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin.